Die Gemeinde Goričan befindet sich im Osten der Gespanschaft Međimurje. In historischen Quellen wird Goričan unter dem Namen Kerechen im Jahr 1255 erwähnt. Die Siedlung selbst relativ später, erst im Jahre 1478. Der Ortsname stammt vom Wort Gor, das eine Erhebung darstellt, ein Ort auf einem Hügel oder Berg. Die Ergebnisse der archäologischen Forschungen im Ort und seiner Umgebung deuten darauf hin, dass die Ortschaft bereits in der Vorgeschichte besiedelt war. Prije 30-ak godina su bila prve iskopine gdje su nađeni vrlo, vrlo vrijedni artefakti. Od cijeli zdjela, oruđa, grobova iz željeznog doba. Dakle, mi sad u ovom arheološkom parku prezentiramo tumule. To su stari grobovi, grobnice, onog višeg sloja u to doba. I mi prezentiramo na koji način su ti ljudi živjeli i na koji način su se pokapali. Die Gemeinde Šentilj befindet sich im Nordosten Sloweniens, im Westen der Slovenskigoritz zwischen der Drau und der Mur. Diese Gegend ist reich an Wasser, was an vielen Bächen und Fischteichen erkennbar ist. Das meiste Wasser trägt die Mur weg.
Unter den vielen besuchenswerten Sehenswürdigkeiten sind auf jeden Fall die Murfähre, die Kirche Ilja u Szentiljo in Szentil sowie die Kirche Marie Snežne im Ort Sjogornia Velka, die Biosphäre des Flusses Mur und archäologischen Fundorten, vorgeschichtliche Tumuli und Gradišće. Pri nas regionalni turistični center si lahko arheološko zbirko ogledajo in pa zgodovino naših prednikov, kulturno in naravno dediščino. Na kratko imenujem, lahko vidijo vse v bistvu na enem mestu in pa seveda imamo tudi tako zvano energetsko pot, kjer lahko turiste malo spočije, vidi zgodovino, vidi grobove Keltov, tam, ki so včasih živeli.